Ja, hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Wir machen uns heute eine zuckersüße Geschenkidee. Es gibt Rentierfutter. Süß zum einen, weil wir ziemlich viele süße Zutaten brauchen und zum anderen, weil die Idee an sich und natürlich auch das Endergebnis hinterher wirklich so zuckersüß ist. Und wer noch auf der Suche nach einem selbstgemachten Geschenk ist, der ist mit diesem Rentierfutter genau richtig. Wir brauchen für 5 Portionen jetzt folgende Zutaten. Zum einen etwas Spekulatius, dann süßes Popcorn, bunte Schokolinsen, Salzbrezeln, Erdnüsse, etwas Cranberries, Müsli, weiße Kuvertüre, Zimt und Zuckerstreusel zum Dekorieren am Schluss, falls ihr noch Zuckerstreusel drüber machen wollt. Wenn nicht, könnt ihr es auch einfach weglassen. Wie gesagt, ich mache heute 5 Portionen. Wer jetzt mehr braucht, zum Beispiel 10 Portionen, der kann die Zutaten einfach verdoppeln und die Einstellungen vielleicht hier und da etwas verlängern, gerade die Zeiten. Die Einstellungen an sich, also immer die Stufe, die bleibt gleich, aber das werdet ihr sehen, wenn ihr mehr verarbeitet. So, wir legen jetzt mal los und als allererstes brauchen wir 50 Gramm Spekulatiuskekse. Die gebe ich in den Mixtopf, verteile sie gleichmäßig. Also das ist wirklich nicht viel, das sind gerade 4-5 Kekse. Und zerkleinere sie ganz grob 2 Sekunden auf der Stufe 4. Könntet ihr jetzt auch einfach so ein bisschen auseinanderbrechen, wenn ihr nicht den Thermomix benutzen wollen würdet. Aber wir haben ihn ja und deswegen benutzen wir ihn auch. So, ich zeige euch gerade mal die Größe von den Spekulatiuskeksen. Also sind wirklich ganz grob, nur zerkleinert. So, die fülle ich jetzt in eine wirklich große Schüssel, weil hier kommen alle Zutaten rein. Und ich habe mir gedacht, dass ich das Ganze nachher gut vermischt bekomme, nehme ich eine richtig schön große Schüssel. Einmal die zerkleinerten Spekulatiuskekse in die große Schüssel schütten. So, jetzt den Deckel wieder aufsetzen und den kleinen Messbecherdeckel absetzen, weil wir uns die große Schüssel jetzt aufsetzen und die ganzen Zutaten, die wir jetzt brauchen, einwiegen. Das wären zum einen einmal 25 Gramm süßes Popcorn. Ich habe mir da so Beutel geholt, die man sich selber in der Mikrowelle aufpoppen kann. Das hat super funktioniert. Dann 100 Gramm Schokolinsen, also Smarties. Ungefähr 35 bis 40 Gramm Salzbrezeln. 50 Gramm geröstete und gesalzene Erdnüsse. Ich verwende heute 15 Gramm Cranberries, da ich keine gefriergetrockneten Erdbeeren oder andere Früchte bekommen habe beim Edeka. Falls ihr das eh zu Hause habt, könnt ihr auch das nehmen. Und 50 Gramm Müsli, zum Beispiel Cinnaminis oder Fruit Loops oder was ihr nicht alles habt. Ich habe jetzt diese Mini Churros genommen, weil wir die zu Hause hatten und eben Zimt dran ist und es passt perfekt für dieses Geschenk. So, damit wäre das erstmal erledigt. Wir haben hier das Ganze schön eingewogen. Jetzt können wir die Schüssel einmal an die Seite stellen und machen wieder mit dem Thermi weiter. Und zwar kommen jetzt 100 Gramm weiße Kuvertüre in Stücken in den Mixtopf. Und die werden wir erstmal kurz zerkleinern. 4 Sekunden auf der Stufe 7. Ja, alles ist richtig schön klein. Ich zeige es euch gerade mal. So sieht es aus. Und jetzt schmelzen. 4 Minuten bei 60 Grad. 4 Minuten bei 60 Grad. Auf der Stufe 1. Ja, und in der Zeit, in der die Kuvertüre jetzt schmilzt, könnt ihr euch ein Backblech mit Backpapier belegen. Das habe ich schon gemacht. Meins steht da hinten. Und wenn die Kuvertüre geschmolzen ist, geht es weiter. Also bleibt unbedingt dran.
So, nachdem die weiße Schokokuvertüre schön geschmolzen ist, können wir den Thermi kurz an die Seite schieben und die große Schüssel mit den Süßigkeiten wiederholen. Dazu gebe ich jetzt noch einen halben Teelöffel Zimt. Wer das nicht mag, kann es weglassen, aber ihr wisst ja, ich liebe Zimt, deswegen kommt es bei mir natürlich dazu. Und wir geben jetzt die geschmolzene Kuvertüre auch mit zu den Süßigkeiten. Wenn der Mixtopf schön ausgekratzt ist, vermischen wir das Ganze gut miteinander. Und wenn das Ganze schön vermischt ist, holen wir uns das vorbereitete Backblech, schütten das Rentierfutter, das gut gemischte, aufs Blech und verteilen es. Wer mag, kann auch noch ein paar Zuckerstreusel drüber geben. Ich habe hier so weihnachtliche mit roten Kugeln, Tannenbäumchen und Grünzeug. Und danach einfach aushärten lassen. Ihr könnt es zum Beispiel rausstellen, falls ihr es geschützt stellen könnt. Oder dann einfach in die Speisekammer. Und danach, wenn es abgekühlt ist, in Stücke brechen. Nochmal kurz in den Kühlschrank stellen, damit es wirklich alles schön abgekühlt und hart ausgehärtet ist. Und dann in kleine Geschenktütchen verpacken und verschenken. Ja, und ich werde es jetzt auch, wie gesagt, einmal auskühlen lassen und dann zeige ich es euch nachher nochmal, wenn ich das Ganze auseinandergebrochen habe. Bis gleich! Ja, mein Lieben, und hier haben wir jetzt das fertige Rentierfutter. So sieht es aus. Ich habe es auseinandergebrochen, natürlich vorher gut abkühlen lassen und dann könnt ihr es wirklich ganz leicht zerbrechen. Hier habe ich es euch in eine Schüssel gefüllt, dass ihr es nochmal gut sehen könnt. Und so sieht das Ganze dann als kleines, selber gemachtes Geschenk, das von Herzen kommt, aus. Ja, ich habe ganz süße Tüten vom DM-Markt bekommen. Da steht drauf, Weihnachtskalorien zählen nicht. Finde ich genau passend für dieses Geschenk. Ja, und darin könnt ihr es dann einpacken und euren Lieben verschenken. Oder auch als Mitbringsel mitbringen, falls ihr noch auf eine Weihnachtsfeier eingeladen seid. Ich finde es eine ganz tolle, selbstgemachte Geschenkidee, die wirklich von Herzen kommt und die so einfach und schnell noch herzustellen ist. Ich hoffe sehr, euch gefällt das Rentierfutter. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren. Und falls ihr Lust auf weitere Rezepte habt, schaut sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!